Darf ich vorstellen? Kirsty, ein echter College-Rüffel. Und das ist Mike. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, Nerds zu schikanieren. Dieses Tyrannenpaar hält das ganze College in Schach. Oh, der Direktor wird sich mit ihnen befassen. Hab ich dich. Du und du. Hör auf, deine Mitschüler zu schikanieren. Ist dir nicht schon langweilig? Ihr macht mich wütend. Aber das ist okay. Ich weiß, wie man dieses Verhalten ändern kann. Wow, Jackpot. Die Tyrannen werden auf die Gefängnisakademie gehen. Endlich können alle Nerds aufatmen. Komm schon schneller. Viel Glück, Leute. Ihr werdet ein interessantes Abenteuer erleben. Es sieht nicht so aus, als ob Kirsty und Mike verärgert wären. Wow, sie haben einen Zellengenossen. Sein Name ist Ross und mit ihm ist nicht zu spaßen. Hab ich dich. Eigentlich ist er ein sehr netter Kerl. Okay, und was sollen sie mit diesen Nerds Linz und Liam machen? Hi. Oh, das Schicksal hat auch eine Überraschung für sie. Sie werden an der Polizeischule studieren. Oh, Kriminelle, es ist Zeit, vor Angst zu zittern. Willkommen. Richte dich ein. Die neue Uniform steht Ihnen wirklich gut. In diesem wunderbaren Raum werden Sie zu echten Polizisten. Nun ist es Zeit zu lernen. Um ein Verbrechen aufzuklären, musst du also Beweise finden. Hey Nerds, start nicht so. Schreibt es auf. Und das ist eine Lupe. Sie hilft, auf die kleinsten Details zu sehen. Oh, lass uns den Tatort abriegeln und... Oh, wie hast du dich verheddert? Sie können nicht mit dem Band umgehen. Sie brauchen die Hilfe ihres Lehrers. Oh, die Putzfrau ist da. Es ist so unordentlich, dass sie den Boden nochmal putzen muss. Und wie sollen die armen Detectives dann den Verbrecher finden? What? Oh nein, sie wird alle Spuren zerstören. Jemand muss sie aufhalten. Sieh mal, wie du rubbelst. Das ist ein Beweisstück und du bist hier mit deinem Mob. Wow, die Lehrerin ist so leicht mit ihr fertig geworden. Beeindruckend. Okay, es ist Zeit, mit den Nachforschungen zu beginnen. Denke dran, jedes Beweisstück hat eine eigene Nummer. Du musst eine spezielle Nummer neben jedes Beweisstück schreiben. Los geht's, schneller. Es scheint, als hätten sie die Aufgabe verstanden. Welchen Beweis soll ich wählen? Schwere Entscheidung. Linz hat es geschafft. Liam denkt immer noch nach. Hey, was machst du da? Das ist mein Yumi. Hast du den Verstand verloren? Ich habe ihn nur kurz liegen lassen. Und denk dran, das sind keine Beweise, das sind Lebensmittel. Dieser Donut ist das Hauptnahrungsmittel der Polizisten. Und es gibt ein paar Regeln, wie man ihn isst. Lass uns zur Praxis übergehen. Jeder Donut besteht aus einer Füllung und einem farbigen Dekor. Wichtig, du musst alles auf einmal abbeißen. Sonst wirst du den Donutspaß nicht genießen können. Okay, findest du nicht auch, dass es nichts Leckeres auf der Welt gibt? Ja. Ja. Als nächstes haben wir eine Meisterklasse von Ross. Er ist ein echter Profi in Sachen Haferflocken. Schau dir nur diesen Kochguru an. Oh, dieses Wasser ist furchtbar. Aber für die Haferflocken ist es perfekt. Vergiss nicht die geheime Zutat. Der Staub von der Wand sorgt für ein wenig Geschmack. Sieht aus, als wäre es fertig. Zeit ist zu probieren. Der erste Löffel ist für den Sensei. Na, was sagst du dazu? Cooles Rezept, hm? Aha. Igitt, das ist ja eklig. Ist es ein Fail? Perfetto. Die Haferflocken im Gefängnis müssen eklig sein. Mal sehen, was die Neulinge so drauf haben. Mike ist der Erste, der sein Gericht vorstellt. Ich habe mich sehr bemüht, es nicht zu versuchen. Ehrlich. Na, was sagst du dazu? Nicht lecker?
Das ist der schlechteste Haferschleim in Russleben. Oh, 1+, ganz sicher. Das hast du toll gemacht. Der nächste ist von Kirsty. Ist das schlimm? Nein, er ist zuverlässiger als jeder Beton. Die Kochprüfung ist vorbei. Und wir machen weiter. Glaubst du, dass das ganz normale Tattoos sind? So einfach ist das nicht. In dieser Tattoo-Galerie ist ein cleverer Fluchtplan verschlüsselt. Deshalb ist es wichtig, dass du extrem aufmerksam auf Körperzeichnungen achtest. Oh, der Chef ruft an. Der Chef der Troombullen will eine Party. Also muss die Lehrerin für eine Weile zur Zustellerin werden. Wow, so viele Wünsche. Es ist unmöglich, sich alles zu merken. Sie muss sie alle aufschreiben. Also hat niemand ein Stück Papier, wirklich? Oh ja, hier ist die ganze Leinwand. Genial. Die Einkaufsliste, die für immer hier bleiben wird. Der Lehrer wird nichts vergessen. Aber was ist mit unserem traurigen Ross? Er wird eine schöne Überraschung für all das Leid bekommen. Okay. -5 Jahre von der Frist ist ein guter Bonus für seine neuen Tattoos. Lass uns auf den Markt gehen. Jedes Gefängnis ist voll mit Überwachungskameras. Wenn du ein Gefangener bist, kannst du mit ihnen Verstecken spielen. Die Verkleidung hilft Ross dabei. In diesem Wunderkoffer hat er alles für seine Verwandlungen. Wer ist dieser Herr mit dem Schnurrbart? Das ist Ross, der Gott der Verkleidung. Die Show geht weiter. Wow, was macht der Wächter hier? Oh nein, nicht sie, bitte. Okay, Magie. Oh wow, das ist der epischste Look aller Zeiten. Es haut dich wirklich um. Das ist ein Monitor, mit dem du Gefangene rund um die Uhr beobachten kannst. Du kannst alles sehen, was sie in der Zelle tun. Wow, was für ein Sportkrimi-Team. Okay, behalte sie im Auge. Ja, Ma'am. Aber was ist, wenn sie den Kanal wechseln? Oh, das macht sie, wenn niemand zuschaut. Und das ist etwas, das sie lieber nicht sehen wollen. Scrolle weiter. Es sieht so aus, als wären die Jungs in der Zelle schlafen. Warte mal, die sehen verdächtig aus. Ihre Pappzwillinge haben die Polizisten getäuscht. Und die Kriminellen suchen gleichzeitig nach einem Ausweg. Sie haben irgendwie die Richtung verwechselt. Psst, Leute, ihr wurdet entdeckt. Die jungen Polizisten werden die Flucht verhindern. Oh, wo sind die Schurken? Die kriminelle Maskerade hat funktioniert. Toll, jetzt sind sie wieder in ihren Anzügen. Was kommt als nächstes? Oh, diese Gefängnisromanze. Fast wie Romeo und Julia, nur hinter Gittern. Wie süß ist das denn? Ups, die Hauptperson ist aus dem Bild getreten. Hey, spionierst du mir nach? Oh, erwischt. Was habe ich dir gesagt, was du tun sollst? Es ist Zeit, die hohe Kunst zu genießen. Ross a la Da Vinci bringt neuen Freunden seine künstlerischen Tricks bei. Wir suchen den besten Platz, wo wir entkommen können. Und erstellen einen Plan. Er arbeitet wie ein echter Künstler. Leute, habt ihr genug Zeit zum Zeichnen? Okay. Wow, ausgezeichneter Plan. Er könnte nicht besser sein. Es wird ein 100-prozentiger Erfolg werden. Also Leute, mal sehen, was ihr gelernt habt. Mike tut sein Bestes. Und Kirsty ist nicht weit dahinter. Künstlerinnen und Künstler sind bereit, ihre Arbeiten zu zeigen. Welcher Plan ist deiner Meinung nach besser? Kommentiere unten. Lehrer Ross freut sich über solch kriminelle Kreativität. Was ist mit Kirsty?
Mr. Franklin. Oh. Toll. Aber kannst du es kleiner machen? Okay. Die Situation, wenn die Größe eine Rolle spielt. Fertig. Mehr, zeichne mehr. Mike ist verärgert über den Erfolg seines Rivalen, aber das ist dem reichen Lehrer egal. Wow, so lecker. Und der Geschmack. Hände weg, du kannst es nicht essen. Wir werden die Pfeile darin verstecken. Genial. Schalte dein Gehirn ein. Übrigens kennt der Lehrer an der Polizeiakademie diese Brottricks gut. Mike ist bereit, seine Arbeit vorzuführen. Riecht gut und sieht nett aus. Gute Arbeit. Yes. Wow, das ist ein Donut, in den du viel reinpacken kannst. Was ist mit Kirstys Gebäck? Unglaublich. Das ist ein Smartphone und du kannst es anrufen. Viel Spaß, Ross. So traurig. Linz wollte ihren Lebkuchenfreund nicht kaputt machen. Aber sie musste es tun. Oh, eine Säge. Tut mir leid, Baby. Oh nein, er hat eine Familie. Die Streberin wird sich das nie verzeihen. Um erfolgreich zu entkommen, musst du den richtigen Tunnel graben. Ohne sie kommst du nicht raus. So ist es richtig. Leute, schreibt es auf. Jetzt lasst uns die Werkzeuge auswählen. Mit so einem scharfen Ding wirst du bestimmt Erfolg haben. Puh, Ross muss gehen. Und sie haben eine ganze Stunde Zeit zu zeigen, was sie können. Er ist so cool. Hey, was? Du willst die Tür nicht schließen? Wie auch immer, die Zeit vergeht. Diese Neulinge sind bereit zu beweisen, dass sie die Besten sind. Was soll ich tun? Toll, sie haben entschieden, wo sie graben wollen. Hoffentlich sind sie stark genug. Die Jungs arbeiten hart. Und die Uhr tickt. Wow, Mike wurde ein Ölmagnat. Und Kirsty hat etwas gesehen, das sie nicht sehen will. Sie hat sich versehentlich mit jemandem verabredet. Hey, wir brauchen dich hier nicht. Oh nein, sie hatten fast keine Zeit mehr. Du musst etwas tun, sofort. Leute, das ist eine Sackgasse. Plus eins, Ross, Liebessieg. Und worauf können Mike und Kirsty stolz sein? Ernsthaft? Sandtürme. Oh, da kommt etwas. Aber nein, Ross liebt es auch, im Sandkasten zu spielen. Okay, das Lernen ist vorbei. Leute, ihr habt es geschafft. Nun, du hast gekämpft und gewonnen. Liam und Linz werden die Polizisten sein. Sie haben bewiesen, dass sie es verdienen, Polizisten zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens hat der kriminelle Lehrer Ross auch einen Weg gefunden, seine Schüler zu ermutigen. So rührend. Aber für Kirsty und Mike waren die Überraschungen noch nicht vorbei. Das Geschenk zum Schulabschluss. Wow, sie blieben hier für eine lange Zeit. Plus 10 Jahre auf die Strafe. Die Gefängnisgeschichte geht weiter.